der heute unser Gast ist, im gemeinsamen Kolloquium Mittelalter, Frühneuzeit, Bund, Geschichtskulturen. Die Kollegen der Geschichtskulturen haben sich entschuldigen lassen, da zu der Zeit eine andere wichtige Verwaltungstermin angesetzt war. Insofern sind wir im alten Kreis hier dann doch versammelt mit einigen Gesichtern, die ich besonders begrüße aus den anderen Profilbereichen. Jürgen Lu arbeitet an der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und ist dort Leiter des Research Center Sanssouci für Wissen und Gesellschaft. Das klingt erstmal sehr imposant. Wenn Sie die Abkürzung aber hören, RECS, R-E-C-E-S, aufgelöst, dann wissen Sie, da ist Friderikus mit gemeint. Und damit haben wir auch schon ein Lebensthema vielleicht gefunden, mit dem sich Jürgen Lu befasst hat, auch sehr nach außen Wirkung tretend mit der Jubiläumsausstellung Friderisico zum 300. Geburtstag Friedrichs des Großen im Neuen Palais in Potsdam. Davor war er aber auch an anderen Ausstellungen beteiligt, mit der Kuratierung etwa Macht und Freundschaft Berlin und St. Petersburg 1800 bis 1860. Aktuell stimmt ein interessantes Thema mit dem Blick eben von der Mitte der Nullerjahre auf die Ereignisse jetzt. Aber ansonsten ist Jürgen Lu als Buchautor hervorgetreten. Ich habe hier eine Auswahl mal mitgebracht, die schon sehr schnell die Prussica zu erkennen gibt. Der große Kurfürst, nicht? Sein Leben neu betrachtet, eine Siedler-Publikation, das läuft jetzt alles mal so herum. Und Sie merken, da sind wenige der großen preußischen Herrscher, die nicht beobachtet wurden von Jürgen Lu. Ein Titel, der mir besonders gut gefällt, Der kurze Traum der Freiheit Preußen nach Napoleon, im Stein-Hardenbergschen Reformen. Das ist eigentlich mein Lieblingsband von dir. Meiner auch. Der Bestseller, Der Große. Das stimmt. Den Untertitel können Sie selber dann lesen. Läuft auch mal um, also ein Siedler-Hausautor heute Abend zu Besuch hier in diesem Kreis. Aber es gibt auch dann die prosaischen Bücher und die auch vor allem Bestseller aus der Feder Jürgen Lus. Kriegskunst in Europa, Böhlau, in mehrfacher Auflage erschienen und eine wirkliche Militärgeschichte der frühen Neuzeit. 1650 bis 1800. Also vergleichbare Werke müsste man dann auf englischer Feder zurückgreifen. Auch erschien ein Band aus seiner Feder auf Englisch, Ancien Regime, Warfare and the Military Revolution, was auch in diesem Zusammenhang der Beschäftigung mit Kriegs- und Militärgeschichte ab 1650 zurückreicht. Die Promotionsschrift selber erschienen. Da merkt man dann schon, kein Hardcover, sondern so ein bisschen die Broschur, aber auch sehr verdienstvoll, Unheiliges Römisches Reich. Wollte niemand drucken. Gegensatz 1648 bis 1806, ein großes Thema und eine zum Glück schmale Dissertation, die eben lesbar dadurch ist, auch besprochen worden an verschiedener Stelle, durchaus kontrovers. Aus diesem Zusammenhang ist aber auch unsere Begegnung zu nennen, denn Jürgen Lu ist immer ein bisschen früher gewesen, 10 Tage früher geboren. Und wir waren zusammen Hilfskraft und später Assistenten am Friedrich-Meinecke-Institut in Berlin. Irgendwann ging Jürgen nach Potsdam und ich nach Göttingen. Da trennten sich die Wege und wir haben uns tatsächlich seitdem nicht mehr gesehen. Das ist also auch ein schönes Wiedersehen. Ich habe natürlich immer verfolgt, was da passiert. Das ist auch einfacher gewesen, zu schauen, welche Ausstellungen dann zustande kommen in Potsdam und in Berlin-Charlottenburg. Das Buch, wenn sich einige erinnern, Michael Kaiser war vor einigen Wochen da. Ich glaube, es schadet nicht, wenn das noch ein zweites Mal rumläuft. Hat sich nichts verändert seitdem, aber auch daran ist Jürgen Lu beteiligt gewesen. Der große Kurfürst, zumal hier in Bielefeld mit einem Denkmal oben auf der Sparrenburg verewigt, ist auch hier jemand, auf den man sich bezieht. Aber die anderen Fragen führen schon eher in die Richtung, mit denen wir uns heute Abend befassen. Die verschiedenen Ausstellungen, wer das verfolgt hat, etwa am Schloss Zizilienhof zur Potsdamer Konferenz, eine sehr große, gut besuchte Ausstellung auch von der Bundeszentrale Politische Bildung und der verschiedenen Landeszentralen, haben da mitgewirkt.
Die Neuordnung der Welt. Nicht ein Buch, was tatsächlich jetzt schon wieder historisch zu nennen ist, durch die Veränderungen der Zäsuren unmittelbar in diesem Jahr. Das Ganze klingt wie eine Art auch Vorbereitung auf den heutigen Abend. Preußendämmerung, Abdankung der Hohenzollern und das Ende Preußens. Eine Tagung, die auch in Potsdam stattgefunden hat. Und das Ganze noch mehr? Immer mehr auf die Ebene der Ausstellungen. Eine besonders nette Sache, finde ich, erschienen in Neuruppin. Da merken Sie, Fontane haben wir noch nicht genannt. Das reicht, um jetzt einmal zu nennen. Die Feldherrengalerie des Prinzen Heinrich im Schloss Rheinsberg. Heinrichs Heroen. Also hier haben wir neben der Dekadenz Preußens auch die Verherrlichung Preußens. Aber Schloss Rheinsberg ist wirklich ein, auch ein Ausflugsziel, wo man unbedingt mal gewesen sein sollte. Und am Ende, das ist auch die Einleitung dann, damit ist auch die Einführung beendet, der Kaiser und die Macht der Medien, da geht es um... Die Kaiser. Die Kaiser. Also, das habe ich jetzt schon übersehen. Danke für die Berichtigung. Die Kaiser. Nicht? Und damit sind die deutschen Kaiser ab 1870 gemeint, die dort 2005 bereits in einer Ausstellung gewürdigt wurden. Und als letztes... noch was? Habe ich etwas ganz Frisches, 2 Monate alt, ein Fund... aus einem Archiv einer Zeitung, die Josef Goebbels mit dem Ex-Kronprinzen Prinzens Wilhelm am Kaffeetisch in Heiligendamm zeigt. Das läuft auch mal rum. Es ist besprochen worden und also eine Weile, die mitten in die Diskussion unseres heutigen Tages führt. Die Hohenzollern und die Nationalsozialisten, eine Geschichtsdebatte und eine Ausstellung. Jürgen, du hast das Wort. Erstmal die Brille, dann das Wort. Danke, Andreas, für die Einführung. Und danke, dass ich hier sein darf. Großes Vergnügen. Ich war noch nie hier. Und zuletzt in Bielefeld tatsächlich 2012 in der Thalia-Buchhandlung, weil es da eine Lesung zum Friedrich-Buch gab. Und das war eben das Friedrich-Jahr. Sehr erfolgreich. Ist dem Buch auch gut bekommen, hat sich gut verkauft. Und konnte ich mir ein Auto von kaufen hinterher. Das war schon gar nicht schlecht. Und normalerweise funktioniert das ja nicht unbedingt, wenn man Bücher schreibt. Vorher musste ich, bevor ich beim Siedler Verlag war, meistens noch irgendwie Geld finden. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt kriege ich Geld dafür. Das ist ganz nett. Das hat sich schon gelohnt. Heute Abend die Hohenzollern und die Nationalsozialisten, eine geschichtspolitische Debatte und eine Ausstellung. Da müsste eigentlich noch ein Fragezeichen hin. Das ist der Titel, den ich von Andreas für das Kolloquium übernommen habe. Und was ich sagen kann, da spielen 1, 2 Bände hier eine Rolle. Einmal den, den Andreas zuletzt herumgegeben hat, Die Kaiser und die Macht der Medien, spielt schon früh 2005 eine Rolle, noch bevor eigentlich diese ganze Diskussion öffentlich losgegangen ist. Und dann natürlich die Preußendämmerung, eine Tagung 2018, die ich damals gemacht habe mit dem Ziel, dass das mehr, dass dieses Thema insgesamt, diese Debatte, um die es geht, werden die Hohenzollern aus dem Lastenausgleichsgesetz entschädigt? Was ist mit den Kunstwerken, die bei uns auch zum großen Teil in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg sind? Was geschieht mit denen? Wem gehören die? Und eine große Rolle spielt eben in diesem Zusammenhang das Hohenzollernmuseum. Und was darüber vereinbart worden ist im Vertrag von 1926. Das alles ist ja von der Politik, wie Sie wissen, geheim verhandelt worden. So geheim dann auch wieder nicht. Wir intern wussten das natürlich, haben aber nicht erlaubt bekommen, weil ja Vertraulichkeit vereinbart worden ist, darüber zu sprechen. Und dadurch, dass das in seltsame Richtung ging, die ich nicht gut hieß, weil ich das insgesamt auch nicht gut fand, dass man das hinter dem Rücken der Öffentlichkeit verhandelt, war die Idee der Tagung 2018, der Preußendämmerung-Tagung, doch die Frage wenigstens mal anzugehen. Und besonders gemacht, und da habe ich mich sehr gefreut, hat das Carina Urbach, die damals noch in Princeton war. Und mit Carina hatte ich gesprochen, ob sie sich nicht vorstellen kann, darüber, sie hat ja über den Adel und den Nationalsozialismus geforscht, ob sie jetzt nochmal besonders sich vielleicht den Ex-Kronprinzen und Louis Ferdinand anguckt, wenn sie Zeit hat und das dann vorträgt. Das hat sie gemacht
Und das ist in diesem Kolloquium dann eben auch vorgetragen worden. Und das Interessante an diesem Kolloquium war, dass dort auch Politik versammelt war, die dazugehört haben in Potsdam, und zwar Potsdamer Landespolitik aus dem Finanzministerium. Das Finanzministerium ist die damals entscheidende Station gewesen, die gesagt hat, gibt es Geld für die Hohenzollern oder gibt es nicht? Wie wird der Entscheid lauten? Wahrscheinlich, man weiß es nicht, ist eben aufgrund der Öffentlichkeit dann und des öffentlichen Drucks letztendlich dann ja auch etwas an die Öffentlichkeit gekommen über den Spiegel damals und den Tagesspiegel. Wie hat das aber insgesamt angefangen, jetzt noch außerhalb dieser Debatte? Und das ist eigentlich für mich wichtig, wenn Sie die gesamte Debatte nachlesen wollen oder die Debatte nicht nachlesen wollen, aber wenn Sie das Thema natürlich interessiert, ist das wichtigste Buch, was es gibt, das von Stefan Malinowski, der heute in seinen Urlaub gefahren ist, wohlverdient endlich mal für 4 Wochen. Und das ist eben das Buch, wo der große Rahmen gespannt wird. Sie werden es entweder vielleicht gelesen haben oder Sie werden darüber gelesen haben. Was ich machen kann, sind vielleicht noch ein paar Dinge, um den Hintergrund einzuordnen. Und ich bin damit auch persönlich betroffen, weil das ein Grund ist, warum ich damals von der Universität zur Stiftung Preußische Schlösser und Gärten gewechselt bin. Das hat mit dem Hohenzollernmuseum zu tun und das hat dann am Ende auch mit diesem Katalog Der Kaiser und die Macht der Medien zu tun. Worum geht's aber letztlich? Es geht um Ansprüche, Lastenausgleich, den schon Louis Ferdinand von Preußen gestellt hat in den Jahren 1991-92. Und da geht es um solche Sachen wie das Inventar der Villa Liegnitz. Das ist die ehemalige Villa der zweiten Frau Friedrich Wilhelms III. Im Parc Sanssouci. Die kenne ich ganz gut, weil ich da das Büro für Friederisico drin hatte. Das ist die Villa Quandt in Potsdam, die Villa Ingenheim, die Villa Alexander, das Inventar des Schlosses Sizilienhof, das Inventar des nicht mehr existierenden Schlosses Schwedt und das Inventar des Schlosses Rheinsberg wollten die gerne sozusagen dafür ausgeglichen werden. Außerdem geht es um Wertpapiere, die der Ex-Kronprinz noch besessen hat. Es geht um Hypotheken und es geht um Bankguthaben. Das ist das, was der Hintergrund ist, wenn es immer heißt, darüber müssen jetzt die Gerichte befinden. Und darüber hinaus gibt es einen zweiten Schritt und deshalb ist das in den Verhandlungen verklammert worden. Wie geht man um mit den Kunstwerken, die zurzeit in öffentlichen Museen sind und ausgestellt sind, die aber entweder tatsächlich Eigentum der Hohenzollern sind oder aber umstritten. Und umstritten gilt für die Kunstwerke, die ehemals im Hohenzollernmuseum gewesen sind. Das Hohenzollernmuseum gibt es seit den 1860er Jahren bis 1920 etwa. Das war in Schloss Montbijou untergebracht. Die Stücke sind aber größtenteils nach dem Zweiten Weltkrieg von der Sowjetunion, wenn man so will, beschlagnahmt worden. Die waren in Kisten verpackt. Diese Kisten standen im Keller des Berliner Schlosses, sind von da in die Sowjetunion transportiert worden und dann in den 50er Jahren an die DDR zurückgegeben worden. Größtenteils, nicht alles. Und wem gehören die? Die Hohenzollern sagen bis heute ihnen. Gegenmeinung ist, es hat seit 1926, seit der Vertrag darüber geschlossen wurde, ja doch ein paar politische Umbrüche und Veränderungen in Deutschland gegeben. Das ist umstritten, das muss rechtlich neu betrachtet werden. Das kann sein, dass das in staatlichen Besitz, also in Besitz derjenigen Stiftungen, die das halten, zurzeit gerade übergegangen ist. Das ist auch eine große Frage, die diskutiert wird. Wie geht man eben damit um? Und das ist so der Hintergrund, um den es geht. Und da können Sie sich vorstellen, bei diesen Kunstwerken, man sieht das ja, das geht um Millionenbeträge, um mindestens zweistellige, wenn nicht dreistellige Millionenbeträge, je nachdem, was der Kunstmarkt gerade hergibt. Vielleicht ist es im Moment gerade günstig zu verhandeln, weil die Kunst nicht mehr ganz so gut verkauft werden kann, da auf dem Markt jetzt ja sämtliche russischen Oligarchen ausgeschieden sind.
im Moment gerade. Das wird man am Kunstmarkt sicherlich feststellen können, dass da die Preise etwas fallen. Wer jetzt noch Geld hat zu investieren, kann das machen. Und es lohnt sich dann vielleicht. Aber nichtsdestotrotz will ja kein Museum seine besten Stücke verlieren. Vor allen Dingen, weil das ja gerade für die preußischen Schlösser und Gärten wichtig ist, die ja kein Museum als solches sind, sondern die ja Kontexte herstellen durch die Räume, in denen das gibt. Das heißt, da wird ja Kunst im Kontext gezeigt und man kann daran was erkennen und erklären. Und man hat eben die ganzen Zusammenhänge noch drumherum und kann zum Teil da, was wir versucht haben bei Föderisico zu machen, auf den Gedanken eines der großen Sammler, auf den großen Friedrich, dessen Gedanken zu entschlüsseln und zu sehen, was hat er künstlerisch wie in Beziehung gesetzt, etwa im neuen Palais, den guten Herrscher, den schlechten Herrscher, was will er damit ausdrücken, wie will er sich selbst inszenieren. Das würde ja alles wegfallen, wenn man die Gemälde einzeln in einem Museum an der Wand hinge. Diese Kontexte würden verloren gehen und das ist der Vorteil, den die Schlösser haben, die sich dann deshalb zu besuchen lohnen, was ich allerdings auch, das muss ich zugeben, erst in späteren Jahren festgestellt habe. Als Jugendlicher und als Kind war ich nie gerne in Schlössern. Das war mir immer total langweilig. Und das ist auch ein Problem, mit dem man bis heute kämpft. Die Jugend hat keine so große Lust, dahin zu gehen. Das hat sich tatsächlich jetzt nur einmal umgekehrt. Und das war die Ausstellung zu Potsdamer Konferenz in Schloss Sizilienhof, weil wir da erstmals dann auch großflächig verschiedene Medien eingesetzt haben. Aber eben mit dem Schloss das Ambiente hatten und die Medien und die Erklärung. Und das hat gut funktioniert. Das ist leider nicht immer so. Warum haben die Hohenzollern oder Louis Ferdinand damals überhaupt diesen Antrag gestellt für diese Sachen? Und da kann man sich überlegen, ich weiß das aus einer Quelle, dass er das ursprünglich selbst gar nicht wollte, weil er eigentlich den Status, wie sich das nach dem Zweiten Weltkrieg ergeben hat, das war okay für ihn. Er ist dann aber gedrängt worden, mehr oder weniger durch die Handlung seiner Familie, die nämlich anders als er mehr Geld ausgegeben hat, als sie eingenommen haben. Und wenn man mehr Geld ausgibt, als man einnimmt, dann hat man halt Schulden. Und diese Schulden müssen beglichen werden. Und das kann man machen, indem man Kunst verkauft. Und wenn man dazu braucht man die Kunst aber wiederum im Eigentum und auch im Besitz, damit man etwas machen kann. Und das ist, kann man entweder erlangen, man kriegt das zugesprochen und verkauft es dann, oder man einigt sich letztlich mit dem Staat und kriegt eine Abfindung. Und die brauchten das einmal eben, weil einige in der Familie über das Niveau gelebt haben. Und, das muss man auch sagen, weil die Burg Hohenzollern in Hechingen 1979 bei einem Erdbeben schwer beschädigt worden ist. Und das hat sich über Jahre und geht bis heute noch, sind da Schäden auszugleichen. Und das kostet einfach viel, 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 viel Geld, das muss man sagen. Und die Burg selbst nimmt jetzt ja, dadurch, dass die umorganisiert ist, da auch eine Ausstellung ist, die nimmt ja selbst Geld ein, aber es reicht trotzdem immer nicht. Noch dazu kommt die seltsame Konstruktion, die eigentlich Bürgerrecht nach bürgerlichem Gesetzbuch gar nicht mehr gültig ist, aber es gibt eben Hausgesetze. Und das Hausgesetz der Hohenzollern sagt, dass der Chef des Hauses, und das ist in dem Moment der Herr Georg Friedrich, Prinz von Preußen, für die Ausstattung der anderen im Haus zuständig ist und sich darum kümmern muss. Und das muss auskömmlich sein und, und. Der hat also permanent Geldsorgen, weil er auch an seine, an die Familienmitglieder Geld geben muss, wenn er darum gebeten wird. Und das führt dazu, dass man die Idee hatte, eben tatsächlich von Seiten der Hohenzollern in Kontakt mit dem Staat zu kommen und den alten Vertrag von 1926 wieder aufleben zu lassen und zu sagen, okay, Hohenzollernmuseum, das war jetzt das, was nach der Wende ja auf einmal zugänglich war, weil es durch den Fall der Mauer jetzt in die Museen gekommen ist, was früher in der DDR gewesen ist. Wie geht man damit um? Kriegen wir das? Kriegen wir davon einiges? Können wir das verkaufen? Was muss gemacht werden? Und da war die Idee von staatlicher Seite, dass man die Klausel, die es in diesem 26er-Vertrag gibt, wieder aufleben lässt. Da steht drin, dass der Staat das Recht hat, die Dinge in Monbijou auszustellen. Und solange die ausgestellt sind, können die Hohenzollern da nicht zugreifen. Damit waren die einverstanden.
Die waren Eigentum der Hohenzollern, wurden aber dem Schloss zur Verfügung gestellt. Das Schloss wiederum war Eigentum des Staates, um dort ausgestellt zu werden als Hohenzollern-Museum. Und da kam dann die Idee, Ende der 90er Jahre ein neues Hohenzollern-Museum zu gestalten, um eben die alten Bestände, die zum Teil auch deponiert waren, wieder auszustellen. Wenn sie nämlich deponiert waren oder nicht mehr gebraucht wurden, sagte die alte Klausel, würden die automatisch an die Hohenzollern zurückfallen. Und so bin ich dann zur Stiftung gekommen, damals 2002, gefragt worden, weil ich vorher betreut hatte, von der Uni Potsdam noch damals tätig, eine große Ausstellung über den Prinzen Heinrich in Rheinsberg. Prinz Heinrich, ein Europäer in Rheinsberg. Da hatte ich schon das Ganze, was mit Politik und Militär zu tun hat, von außen, wenn man so will, mitkuratiert und betreut und die ganzen Objekte ausgesucht, die ausgestellt wurden, und hatte damit einen guten Zugang zur Stiftung, oder die kannten mich jedenfalls und haben mich gefragt 2002, ob ich Lust hätte, von der Uni wegzugehen und in die Stiftung zu kommen, um ein neues Museum aufzubauen, das Hohenzollern-Museum, zusammen mit einer Kunsthistorikerin, Franziska Wind. Und damit es eben ein Gleichgewicht zwischen Kunst und Geschichte gibt bei einer solchen neuen Etablierung eines Museums. Und das ist dann tatsächlich in die Wege geleitet worden. Und dazu ist ein Kuratorium auch geschaffen worden. Und in diesem Kuratorium saßen auch die Hohenzollern. Da saß der damalige Sigmaringer-Chef und da saß eben der Georg Friedrich schon in diesem Kuratorium drin, plus noch verschiedene andere Kunsthistoriker, Historiker, Gartenhistoriker, wie auch immer. Aus dem Ganzen ist aber damals dann nach 2,5 Jahren Vorarbeit nichts geworden, weil es im Hause Hohenzollern einen Streit gab, wer jetzt eigentlich Chef des Hauses ist, ob der Erbschein, den Georg Friedrich bekommen hat, ob der gültig ist. Er ist verklagt worden von einem seiner Onkel. Er eigentlich hätte Chef des Hauses werden müssen, aber nicht ebenbürtig geheiratet hat, was nach dem bürgerlichen Gesetzbuch gar nichts bedeutet, aber eben nach dem Hausgesetz nicht erlaubt war, ist dann von der Erbschaft ausgeschlossen worden, konnte nicht Chef des Hauses werden. Und so ist es Georg Friedrich geworden. Das hat sich hin und her und hin und her gezogen, bis es dann vor Gericht entschieden worden ist, dass der Erbschein gültig ist. In der Zeit ist aber nicht klar gewesen oder hat sich herauskristallisiert, dass nicht klar ist, wem jetzt diese bestimmten Stücke, die ausgestellt werden sollen, gehören. Und wenn das staatlich gefördert ist, dann ist es klar, dass dann gesagt wurde, ihr braucht so und so viel Geld für die Einrichtung eines Museums. Dann kommt noch dazu, für die Einrichtung des Museums mussten verschiedene Kunstobjekte wiederum restauriert werden. Wer bezahlt die Restaurierung? Die Hohenzollern? Wir? Und wenn wir sie bezahlen staatlicherseits, was passiert, wenn hinterher, wenn es ein Verfahren gibt, das Gericht sagt, das gehört alles den Hohenzollern, kriegen die das dann geschenkt, dann restaurieren wir Dinge, die den Hohenzollern gehören. Das können wir mit öffentlichen Geldern nicht machen. Das kommt nicht in Frage. Das wird nicht gemacht. Damit war dann kurz und knapp dieses Hohenzollern-Museum erstmal beerdigt, so wie das gedacht war. Und wir waren schon relativ weit in der Planung. Das sollte entweder in Schloss Schönhausen damals sein, das noch nicht fertig eingerichtet war, oder in Charlottenburg an verschiedenen Orten. Zuletzt im neuen Flügel von Schloss Charlottenburg, der jetzt dann als Ausstellungsraum hergestellt worden ist. Das haben wir damals noch gemacht. Das wird heute für Sonderausstellungen verwendet. Ist aber nicht passiert. Das war gleichzeitig das Jahr, in dem Charlottenburg Jubiläum hatte, der Bezirk. Und der Bezirk hat sich gewünscht, dass es dann irgendwas gibt. Die hatten damit gerechnet, dass es vielleicht dieses Hohenzollern-Museum gibt. Dann haben wir eben kurz umgedacht und haben innerhalb relativ sehr kurzer Zeit eine Ausstellung für diese neuen Räume konzipiert. Und das ist dann eben die Kaiser und die Macht der Medien, weil wir uns gesagt haben, das Hohenzollern-Museum ist damals schon ein Medium gewesen. Das war im alten Kaiserreich das bestbesuchteste Museum des Reiches, man mag sich das gar nicht vorstellen.
Und das war auch lustig aufgebaut, weil das ja so ein gemütliches Erinnerungsstücke-Museum war. Zur Huldigung der Hohenzollern und der Größe der Hohenzollern. Da waren so lustige Dinge drin, wenn man sich das anguckt. Mein Lieblingsstück ist gewesen der Kronleuchter, ich glaube, des Hamburger Bahnhofs, unter dem damals Wilhelm I. stand. In dem Moment, als ihm gesagt wurde, dass Frankreich den Krieg erklärt hat. Und das ist dann abgehängt worden und als großes Ereignis ins Hohenzollernmuseum gehängt worden. Und dann gibt es wirklich lustige Dinge da drin. Es gibt hohe Kunst und es gibt halt totalen Schrott. Etwa die ganzen Briefbeschwerer von Wilhelm I. Da sieht man dann auf einem rosa Stein ein Stück einer Granate von Sedan. Dann ist dann Sedan da eingraviert. Da gibt es eine ganze Sammlung. Man hat aber eben auch die Tabaksdosensammlung von Friedrich da drin gehabt, wo eine halt heute 1,2 bis 2 Millionen Euro wert ist. Und das war ganz lustig. Eine davon haben wir damals dann auch ausgestellt. Und das war alles noch sehr unkompliziert. Da brauchte man noch keinen Hochsicherheitstransport. Da hatte ich noch einen Volontär neben mir und habe die Tabaksdose in eine Papiertüte gepackt, die Papiertüte in meine Hosentasche. Und so haben wir die zum Schloss transportiert. Da hatten wir schon überlegt, ob es nicht günstiger wäre, jetzt einen Flug nach Jamaika zu nehmen und ob es einen Auslieferungsvertrag gibt. So ging das damals noch. So was wäre heute alles nicht mehr möglich. Das waren tolle Zeiten, wenn man da was machte im Museum. Da denke ich natürlich immer noch gerne dran. Und dann fiel mir auf, noch in der Nacht, bevor die Ausstellung eröffnen sollte, wir haben das einfach in so eine Vitrine gestellt. Die Vitrine bestand nur aus nicht mal richtig bruchfestem Glas und hatte hinten nur eine MDF-Wand. Wenn da jemand gekommen wäre und das eingeschlagen hätte, dann wäre das Ding weg gewesen. Dann haben wir noch am Morgen, bevor die Ausstellung eröffnet wurde, mit dem Gestalter gesprochen. Er soll da irgendwas reinlegen und hinten noch eine Platte dran, damit man das nicht einschlagen. Dann haben wir noch eine zweite MDF-Platte dran geklebt und so ein Fake-Alarm da reingelegt, der sehr groß und auffällig war, aber nichts ausgelöst hätte, wenn da was passiert war. So dass man immer irgendwie geschlafen hat, dass da ja nichts passiert. Das waren eben noch lustige Zeiten damals. Und das war eine Ausstellung, wo wir auf das Hohenzollernmuseum eben das gemacht haben, um diese Stücke hinzuweisen. Und das Hohenzollernmuseum als solches ist seitdem auch tatsächlich in der Diskussion und spielt als Museum eine Rolle. Und das haben Sie ja verfolgen können vielleicht in der Debatte. Und es spielt aber auch, diese Objekte spielen eine große Rolle. Oder besser gesagt, wem diese Objekte eben gehören. Und so ist das im Hintergrund immer geheim verhandelt worden. Was wird jetzt? Und wenn Sie ein bisschen in die Presse geschaut haben, sind verschiedene Leute ja verklagt worden, deshalb, weil es gießen hat, die Hohenzollern wollten ein Mitspracherecht haben. Das ist von dem Anwalt Henning bestritten worden. Es gibt aber Zeiten, wo sie das tatsächlich gefordert haben und das ist auch protokolliert und sie wollten eben auch eingebunden sein. Jörg Friedrich hat das gesagt, was er schon immer gesagt hat. Er will sich seiner kulturellen Verantwortung bewusst sein und möchte deshalb eine Lösung suchen, wie man damit umgehen kann. Andererseits muss es eben auch eine Lösung sein, die ihm entgegenkommt und die auch tragbar ist für den Staat, also für die Öffentlichkeit, muss man sagen. Das hätte man meiner Ansicht nach öffentlich verhandeln sollen und nicht eben über das damalige BKM mit Anwälten und ein paar von den Direktoren der beteiligten Museen, diejenigen, die die meisten Objekte haben aus dem Hohenzollernmuseum. Wir reden hier, das Hohenzollernmuseum insgesamt hatte etwa 11.000 Objekte und davon übrig geblieben sind etwa, und darüber reden wir, wahrscheinlich so 5.000 bis 6.000, 6.500 Objekte. Da ist allerdings jede Porzellantasse mit Untertasse einzeln gezählt. Aber es ist eben eine ganze Menge, von der man redet. Und da ist hochwertige Kunst, wie wichtige Gemälde drin, die Tabaksdosen und vieles andere, was da eine Rolle spielt. Und die Verhandlungen sind eben immer im Hintergrund geführt worden. Und das hat dann zu keiner einvernehmlichen Lösung lange Zeit geführt und hat es ja bis heute nicht geführt.
Es ist aber dann, weil das Land Brandenburg abgelehnt hat, wie ich eingangs sagte, positiv zu bescheiden. Die unteren Stufen haben das durchgewunken damals, den Lastenausgleich für Louis Ferdinand oder für die Hohenzollern, dann für Georg Friedrich. Das Land Brandenburg als Finanzministerium hat es dann allerdings abgelehnt. Und dann kam es zu einer Klage der Hohenzollern. Und das ist das, was dann im Hintergrund auch diese Debatte ausmacht, die dann eine geschichtspolitische Debatte geworden ist. Da waren die Kunsthistoriker, die Kulturhistoriker, die Museen gar nicht drin verwickelt erstmal. Es ist angefragt worden, die Hohenzollern haben zuallererst ein Gutachten in Auftrag gegeben, im Jahr 2012 schon, bei Christopher Clark. Und Christopher Clark hat auch, ich glaube, 16 Seiten geschrieben. Sie können das ja über Hohenzollern, lol, Böhmermann hat das ja ins Netz gestellt, kann man das ja sich runterziehen. Und dann sieht man schon, wenn man das Clark-Gutachten ansieht, das ist, wie gesagt, das allererste, ich glaube, es sind 16 Seiten, falls ich das richtig im Kopf habe, da steht nicht viel drin. Das ist jetzt auch keine Kernerforschung gewesen, muss man sagen. Das ist das, was damals gut zugänglich war, noch dazu aus Großbritannien. Und das hat eine Tendenz und das hat den Ex-Kronprinzen, denn um den geht's. Denn es geht um die Frage der Würdigkeit, mehr oder weniger als Deppen charakterisiert, wenn ich das so salopp sagen darf, weil das ja aus dem Hause Hohenzollern im Grunde nochmal gemacht worden ist. Ja. Es geht um die Würdigkeit des Kronprinzen, den wir hier ja neben Hitler sehen. Und da muss ich, habe ich mir das, weil ich das, ja, wenn man das, weil das eine rechtliche Frage ist, muss man sich das genau angucken, darf man nichts Falsches sagen, weil der Ex-Kronprinz damals der Erbberechtigte gewesen ist. Und da geht es, der Anspruch auf Ausgleichsleistung wird eben gewährt oder nicht gewährt. Leistungen nach diesem Gesetz werden nicht gewährt. Das ist der entscheidende Absatz des Paragraph 1 Absatz 4. Wenn der nach den Absätzen 1 und 2 Berechtigte oder derjenige, von dem er seine Rechte ableitet oder das enteignete Unternehmen gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen, in schwerwiegendem Maße seine Stellung zum eigenen Vorteil oder zum Nachteil anderer missbraucht oder dem nationalsozialistischen oder dem kommunistischen System in der sowjetisch besetzten Zone oder in der Deutschen Demokratischen Republik erheblichen Vorschub geleistet hat. Und das ist mit dem erheblichen Vorschub ein unbestimmter Rechtsbegriff, den auszugestalten. Dazu sind dann die Gutachten eingefordert worden. Und da gibt es eben das Gutachten Clark für die Hohenzollern. Und daraufhin hat dann das Finanzministerium zwei Gutachten in Auftrag gegeben, bei Stefan Malinowski und bei Peter Brandt. Dann ist noch mal ein Jahr später sind noch mal zwei Gutachten erschienen. Eines kennen Sie noch, weil das öffentlich ist, das von Peter Ort. Und dann gibt es noch ein fünftes Gutachten, was nie öffentlich gemacht worden ist, was die Hohenzollern auch noch eingereicht haben. Das ist das Gutachten von ihren damaligen Kunstsachverständigen. Der eine ist nicht mehr da, der andere ist noch da. Die heißen Feldhahn und Schimmel. Das ist auch ein über 100-seitiges Gutachten noch mal zu dem Thema, was natürlich, wer hätte das gedacht, zu dem Ergebnis kommt, dass er keinesfalls Vorschub geleistet hat. Und da haben wir jetzt dann Clark, der mittlerweile in der Diskussion nach langem Hin und Her und sich das genau betrachten, wie sich das entwickelt hat, gesagt hat, er hat seine Sache überdacht vor dem Licht der neueren Forschung. Außerdem ist er so nie angefragt worden. Er wusste gar nicht, wofür das ist. Und damit fällt dieses Gutachten im Grunde aus für eine weitere Betrachtung. Wir haben dann Malinowski, der das untermauert hat durch ein Buch. Das Gutachten von Peter Brandt, der irgendwie so halb die Seite gewechselt hat im Verlauf der Diskussion, weil er mit Lothar Machthahn jetzt zusammen einiges veröffentlicht hat, der wiederum ja der Schreiber im Grunde der Auftragnehmer der Hohenzollern ist, wenn man das so sagen darf. Er ist jedenfalls, hat jedenfalls ein Honorar, ein fünfstelliges, für sein Buch über den Ex-Kronprinzen bekommen. Und wir haben Peter Ort, die ein langes Gutachten geschrieben haben, denen alle anderen vorgelegen haben, die sich also auf, wenn Sie sich das ansehen, sieht man, dass das
einen ganz anderen Stil von Gutachten ist, wenn man es rechtlich auch betrachtet. Denen haben die anderen vorgelegen und auf die konnten die reagieren und haben versucht, das dann wiederum im Sinne der Hohenzollern-Sache zu entkräften. Und dann gibt es eben dieses unbekannte Gutachten, von dem nur intern einige Auszüge bekannt sind, weil das nicht veröffentlicht worden ist. Und da kommt man jetzt darauf, auf die Frage der Würdigkeit. Und das ist das, worum sich die Debatte dann auch dreht. Und das ist das, was angefragt worden ist. Und da haben wir eben den guten Mann hier, seiner Beziehung zu Hitler. Dieses Foto ist, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, das ist ein Foto vom Tag von Potsdam. Es gibt noch ein zweites von dem gleichen Fotografen. Das Foto ist erst vor einigen Jahren überhaupt öffentlich geworden. Das ist damals nie veröffentlicht worden. War meines Erachtens auch nicht so wichtig. Lothar Machtan hat im Merkur aber jetzt vor wenigen Wochen einen längeren Artikel darüber geschrieben, dass dieses Bild eben keinerlei Aussagekraft für nichts hat. Grob zusammengefasst. Und dass das eben etwas ist, was nicht wirken konnte, weil es nicht veröffentlicht worden ist. Spielt aber, glaube ich, beim Tag von Potsdam, ich werde es gleich noch sagen, keine so große Rolle. Wir haben dann solche Dinge, wo man gucken muss, was passiert ist. Es ist ein ganz schlechtes Foto, ist aus der Morgenausgabe des Lokalanzeigers für Stadt und Land in Köln vom 29. Mai 1933. Da geht es schon um Leo Schlagiter, 10 Jahre tot, großer Held des Nationalsozialismus. Der Ex-Kronprinz war an dem Tag verhindert, weil er krank war. Der Kaiser, der Ex-Kaiser, konnte nicht kommen, weil er im Dorner Exil war. Aber beide schicken eben große Kränze für Leo Schlagiter, einen Helden, ja, der konservativen Bewegung. Aber diese ganze Festveranstaltung ist eine reine nationalsozialistisch geprägte Festveranstaltung gewesen an diesem 29. Mai. Und lassen das dann auch schön aufbahren, bewacht von SS-Soldaten. Das ist ganz lustig. Und so sieht man, halt falsche Richtung, so sieht man dann halt, was passiert ist. Das ist der Waffentag in Düsseldorf. Angefangen hat das aber, und das ist wichtig und spielt eine Rolle, damit, dass der Kronprinz keine zu vernachlässigende Figur war, wie man uns glauben machen wollte, sondern er ist ein Mann, der in der Öffentlichkeit stand. Und wir haben neben den Klagen der Hohenzollern gegen verschiedene Historiker, Journalisten, das Hohenzollern-Klage-Wiki, da kann man das gut nachlesen. Und wir haben dann vor allen Dingen in der letzten Zeit 2 Bücher. Das erste von Lothar Machtan im Auftrag des Herrn Prinzen von Preußen geschrieben. Und wir haben das Buch von Stefan Malinowski, das auf seinen Forschungen beruht. Und Malinowski ist ja der, der am härtesten gerichtlich angegangen worden ist von den Hohenzollern, was, weil ich ihn kenne, auch einem, wenn man mit Jura nichts zu tun hat, wenn man da keine Ausbildung hat, setzt das ganz schön zu, muss ich sagen. Und das hat ihm natürlich ganz schön zugesetzt, weil er seit 2015 dabei ist, nur mit Anwälten, über Anwälte das zu verhandeln. Der hat zum Glück einen guten Anwalt, mit dem er auch noch befreundet ist, ein Freund von ihm. Und das ist ja auch letztendlich gut gegangen. Aber trotzdem hat sich das im Grunde jetzt über 7 Jahre hingezogen. Und das zehrt schon ganz schön an die Nerven. Und das ist natürlich etwas, was keine gute Idee war, meines Erachtens, nach meiner Ansicht, von dem Herrn Prinzen von Preußen überhaupt seine Sache auf diese Art und Weise zu vertreten und die Leute anzugehen. Statt das anders zu machen, etwa wie die Wittelsbacher das gemacht haben, die ja auch einen Weg gefunden haben, über den Wittelsbachischen Ausgleichsfonds mit ihren Dingen und staatlichen Geldern umzugehen, sodass das tatsächlich für alle Seiten eine gute Lösung gewesen ist. Aber diese Klagen, das ist nichts gewesen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass sich jetzt dann viel mehr Menschen mit der Vergangenheit der Hohenzollern im Dritten Reich, vor allen Dingen eben des Ex-Kronprinzen im Dritten Reich, beschäftigt haben. Unter anderem haben wir das vom Rex aus auch gemacht in verschiedenen Beiträgen, um zu
einfach zu sehen, weil wir ja direkt betroffen sind, auch über die Stiftung Beuys, Schlösser und Gärten. Denn es kann ja sein, dass man was verliert, abgeben muss oder dass man auch, dass das herausgeklagt wird. Die Leihverträge haben die Hohenzollern mittlerweile alle gekündigt. Man hat sich aber geeinigt, dass, solange es jetzt keine Entscheidung gibt, Dinge erstmal vor Ort bleiben. Ich hoffe, das bleibt dabei und ich glaube auch, ich habe das auch in irgendeiner Sendung mal sagen dürfen, ich glaube, dass Georg Friedrich sehr, sehr schlecht beraten ist für sich und das Haus, wenn er die Dinge abziehen würde und verkaufen würde und machen würde. Das wäre, ich glaube, ein größerer Image-Schaden als Wilhelm II. Dem Haus Hohenzollern zugefügt hat, nehme ich an. Und das ist, denn das ist keine große Leistung und es hilft niemandem. Wenn man sich anguckt, ist es eben tatsächlich die Frage, der Kronprinz, wie öffentlich ist der? Was hat das, was er gemacht, getan hat, für eine Bedeutung? Welche Gewichtung kann man ihm geben? Und da sieht man, dass der, nachdem er aus dem Wieringer Exil 1923 zurückgekehrt ist, doch immer präsent war. Der war, was er gemacht hat, ist wie heute in der Yellow Press, das ist verfolgt worden. Das ist am Anfang nicht ernst genommen worden. Interessant, für viele ist es jetzt zu verfolgen, wann wird der Mann politisch. Und wenn man sich anguckt, was er sagt, getan hat und auch an die Presse weitergegeben hat, hat er schon immer das Ziel, er interessiert sich für Sport, da vor allen Dingen dann für Pferdesport und für Autos. Und er interessiert sich für Kunst und er interessiert sich für Politik. Das sagt er auch öffentlich. Und er ist dann jemand, das hat Malinowski ja herausgearbeitet, der, seit er wieder zurück ist, einmal interessiert ist daran, dass sich das Staatssystem verändert. Also er ist ein Antirepublikaner. Er will auf keinen Fall die Weimarer Republik, sondern er will ein autoritäres Regime haben. Und am besten natürlich, wie sein Vater, eine Reetablierung der Monarchie, obwohl er das in dem Sinne so deutlich nie sagt. Er will was anderes. Er lernt ja nachher Mussolini kennen und findet Mussolini ganz großartig und sieht, wie das da funktioniert mit dem italienischen König und Mussolini. In der Art und Weise stellt er sich was vor. Er will aber vor allen Dingen wahrgenommen werden und er will auch politisch Einfluss gewinnen. Das kann man sagen. Und das ist etwa das Gegenteil von dem, was Machtan in seinem Buch versucht, um ihn zu entlasten. Das ist überhaupt das Problem an dem Buch, dass er zwar selbst schreibt, das ist objektiv und er möchte, er ist der Erste, der das überhaupt völlig gelassen, nicht als Historiker und nicht als Gutachter betrachtet, aber so ganz haut das auch nicht hin, wenn man sich die Sprache anguckt, die Art und Weise, wie es gearbeitet ist, wie dann Quellen nicht ganz zitiert werden, aber die Auslassungen nicht benannt werden, wie dann Überschriften verändert werden, das ist nicht so gut. Das ist nicht so hilfreich gewesen, alles in allem, in der Diskussion. Vor allen Dingen nicht hilfreich ist, den Kronprinzen halt als Deppen darzustellen. Und dass die Idee in der Debatte, den Mann einfach für dumm zu verkaufen, und weil er dumm ist, kann er den Nationalsozialismus keinen Vorschub geleistet haben, ist natürlich eine Möglichkeit, vielleicht damit umzugehen, halte ich aber nicht für sinnvoll. Noch dazu, wie gesagt, würde ich immer sagen, obwohl ich mal Jura studiert habe am Anfang, ich würde diesen unbestimmten Rechtsbegriff als Historiker nie ausgestalten. Ich würde das auch nie verwenden, hat er Vorschub geleistet oder nicht. Das ist etwas, was man nicht als Historiker, glaube ich, entscheiden kann und sollte. Das ist eben ein Rechtsbegriff, das müssen die Juristen machen. Man kann aber sehr wohl untersuchen, inwieweit der Ex-Kronprinz das System gefördert hat, wie nah er diesem System gewesen ist, ob er eben das Dritte Reich unter Hitler gewollt hat oder nicht. Das lässt sich schon relativ feststellen aus dem, was er gesagt hat oder auch aus dem, was er getan hat. Und ganz wichtig in der Debatte ist eben der 1. April 1932. Da hat er aufgerufen nach dem Osterburgfrieden im Wahlkampf des Reichspräsidentschaftswahlkampfs, zweite Runde, aus Schloss Oels an die Telegrafenunion
vergeben, damit es auch ein Jahr einen großen Umlauf hat. Dass er, ich muss gucken, wie es genau heißt, damit ich es falsch sage, Wahlenthaltung im zweiten Wahlgang der Reichspräsidentenwahl ist unvereinbar mit dem Gedanken der Harzburger Front. Da ich eine geschlossene nationale Front für unbedingt notwendig halte, werde ich im zweiten Wahlgang Adolf Hitler wählen. Wir wissen auch, wie die erste Version gelautet hat. Das war noch eindeutiger letztlich. Das ist die abgespeckte zweite Version, die veröffentlicht wurde. Und das ist an die Telegrafenunion gegangen. Die Telegrafenunion ist eine der beiden Agenturen, ja, die es damals gegeben hat, mit dem Wolffschen Telegrafenbüro. Damals noch unabhängig, auch im Jahr 1933 im Großen und Ganzen, noch unabhängig die Nachrichten verteilt haben an die Zeitungen im Reich. Die sind dann erst Anfang 1934 zum Deutschen Nachrichtenbüro unter der Führung von Goebbels Reichspropagandaministerium zusammengeschlossen worden. Der hat das also bewusst eingesetzt, damit das reichsweit verteilt wird. Und wenn man sich das anguckt, in den Zeitungen der Zeit, und das ist etwas, was sich lohnt zu machen, finde ich, und was ich in der letzten Zeit viel gemacht habe, das habe ich von meinem Ex-Chef Arnulf Baring, der meinte, für die Zeitgeschichte seien die Zeitungen ja immer das Rückgrat, hat er gesagt. Und das habe ich damals nicht geglaubt, weil ich ja immer dachte, Archive sind das Rückgrat. Aber man kann da schon eine Menge rausfinden und das lohnt sich heute und man kann das tun, weil so vieles digitalisiert worden ist. Wenn man guckt, findet man dann auch was. Kostet vielleicht ein bisschen Zeit, aber es lohnt sich auf alle Fälle. Was auch gut ist, man bekommt über diese Zeitungen doch einen Eindruck, so geht es mir jedenfalls, und ich finde das interessant zu sehen, warum sich offensichtlich so viele im Deutschland, im Deutschen Reich mit dem Nationalsozialismus abgefunden haben oder dem zugestimmt haben oder jedenfalls nichts Entgegensetztes getan haben. Und wenn man das liest, was man da schon 33 lesen kann, ist es eben sehr erstaunlich immer wieder, dass wir dann nach 45 bis noch, was weiß ich, in die 70er, 80er Jahre hatten, man hat von nichts gewusst oder konnte das nicht wissen. Das stimmt einfach nicht, weil es schon in den Zeitungen stand. Man konnte das nachlesen und das stand nicht nur in einer drin, sondern in vielen und auch in den Provinzzeitungen, was da passiert ist. Und das finde ich ganz interessant. Und das ist auch etwas, was natürlich der Ex-Kronprinz mitgekriegt hat, denn wir wissen wiederum von seinem Tagwerk, dass er, so behauptet er jedenfalls, viele... Und er hat also 32 angefangen, Partei zu nehmen. Und er hat ab den 30er Jahren, man kann das auch gucken, wenn man quantitativ einfach auswertet, wie oft er zu welchem Thema in diesen Zeitungen vorkommt, sieht man 30, viel 31 flacht das etwas ab, 32 geht es ganz stark nach oben, 33 stark nach oben, 34 am Anfang und dann flacht das etwas ab. Und ich hatte 2004 schon mal über den Kronprinzen was geschrieben für eine Ausstellung über seine Frau Cäzilie. Da habe ich immer noch tatsächlich auch aufgrund der alten Lage, weil ich das nicht selbst verfolgt habe, geglaubt, der Mann hat ungefähr bis 36 noch gehofft, dass er wieder als Monarch von den Nazis eingesetzt werden könnte. So in dem Dreh. Weil das so ungefähr gängig war zu denken, wenn man das verfolgt hat. Aber dadurch, dass man heute neu nachdenken kann, sieht man, dass der 33, schon Mitte 33, wusste, dass das nichts werden würde. Und da spielt das, was Andreas rumgegeben hat, dieses Foto von Goebbels und dem Ex-Kronprinz in Heiligendamm, eine große Rolle. Das ist an einem 4. August 1933 aufgenommen worden. Und in dieser Situation wissen wir aus den Tagebüchern von Goebbels, was da ungefähr besprochen worden ist. Da ist nämlich die Frage der Monarchie besprochen worden. Und Goebbels hat ganz klar gesagt, wird es nicht geben mit uns. Und auch Göring hatte keinen Einfluss auf Hitler. Göring war relativ eng mit dem Ex-Kronprinzen und umgekehrt. Es war klar, das würde es nicht geben. Und das wusste der Mann. Und dann hätte man denken können, okay, wenn das Ziel die Einsetzung der Monarchie ist, muss er sich nicht weiter engagieren. Zumindest ab August 1933. Aber das ist eben nicht der Fall bei dem Ganzen. Er ist dann, ihm geht es dann darum, 30 für die Idee dieses neuen Staates was zu tun und damit eben tatsächlich diesen neuen nationalsozialistischen Staat zu unterstützen. Und was er macht, ist die alten monarchischen
Eliten und die alten rechtskonservativen Eliten versuchen, die in diesen neuen Staat zu integrieren. Das gilt in erster Linie für zum einen diese ganzen Vereinigungen. Das hier ist vom dritten Waffentag der deutschen Kavallerie ein Foto, der in Düsseldorf vom 1. bis zum 3. Juli 1933 stattgefunden hat. Man sieht schon, wie sich das verändert. Wir haben zwar noch schwarz-weiß-rot, aber wir haben eben ganz zentral das Hakenkreuz, vor dem das stattfindet. Und wir haben den Kronprinzen als Zeugen und wir haben auch den General Mackensen als Zeugen. Das ist im Rheinstadion in Düsseldorf aufgenommen. Wir haben den Mann hier vor den Schupos. Wir haben ihn dann später vor den ganzen SA-Formationen, die da eingegliedert werden. Wir haben ihn hier auf der Tribüne. Und wir haben ihn hier mit Mackensen vor der Parade, Vorbeimarsch der Waffenformationen und SA-Formationen. Das ist besonders nett. Die FAZ hatte das damals abgedruckt, auch aus diesem Beitrag, weil das kleine Kind neben ihm auch die Hand zum Hitlergruß schon erhebt. Wir haben dann auch eine interessante Veränderung an seiner Uniform, auf die ich, wenn man genau hinguckt, hinweisen will. Das gab es vorher auch nicht. Er trägt eigentlich die Uniform der Husaren. Die Kappe, also seine Mütze, ist eine Husarenmütze. Das ist keine nationalsozialistische Mütze. Die hatten auch die Totenkopf-Husaren. Der war ja ein Totenkopf-Husar in Danzig-Langfuhr. Die hatten auch den Totenkopf drauf, aber die hatten niemals Totenköpfe auf den Kragen. Und das ist ganz lustig. Er ändert dann irgendwann, er findet ja seine Uniformen immer selbst. Die stimmen nie überein mit dem, was der tatsächliche Schnitt ist. Die sind immer so ein bisschen dandyhaft geschnitten, würde man heutzutage sagen. Er macht das ein bisschen lockerer. Aber jetzt kommen da Totenköpfe drauf. Und das ist ganz lustig, weil sich das dann anpasst nachher zu den ganzen SS-Uniformen. Und das andere ist eben der Stahlhelm, der integriert werden soll. Und da geht es einmal um die Jugend. Das ist die Stahlhelm-Jugendgruppe, die ein Langemarkt-Denkmal in Naumburg an der Saale errichtet, von dem es hier noch diese Postkarte gibt im Stadtpark. Davon ist nichts übrig geblieben, wie man sich vorstellen kann. Und man sieht ihn dann hier in Naumburg selbst. Und man sieht jetzt auch, dass er die Symbole des Dritten Reichs übernimmt, nämlich die Hakenkreuzbinde. Und er ist führend dabei und verantwortlich, dass der Stahlhelm mit in die SA eingegliedert wird. Und das ist auch sein Ziel, das zu machen. Das weiß man aus seinen Schriften. Die Kinder, wie man sieht, jubeln ihm auch zu. Die ganze Truppe im Rathaus von Naumburg. Und wir haben dann eben, wenn man das durchgeht, jede Menge Gelegenheiten, wo er nicht hätte sein müssen, auftaucht. Das hier ist am 5. Februar 1933, kurz nach der Machtübernahme oder der neuen Regierungsbildung unter Hitler, wo es ja Fackel zugegeben hat und auch eine Schießerei und zwei Tote, ein SA-Mann, ein Polizist. Beide kriegen eine große Staatsakt als Trauerfeier im Berliner Dom. Der Polizist widerwillig, das ist ein katholischer Polizist, der wollte nicht unbedingt im Berliner Dom. Die Familie wollte das auch nicht, da nahm aber die NSDAP keine Rücksicht drauf, das musste sein. Die mussten dann da auch antanzen, wollte nicht beigesetzt werden. Und da ist es fraglich, und das ist eben eines der Streitigkeiten, wo man sehen kann, wenn man genau recherchiert, nochmal nachrecherchiert und sich das ganze Wissen erweitert, dass sich auch diese Gutachten erweitern. Peter Ort haben eben aus ex negativo, was nicht sein kann, das nicht sein darf, gesagt, es gibt eben nur einen Kranz, und den hätte er für den Polizisten vorbeigebracht. Verschiedenste Zeitungen, die damals noch eben nicht dem Reichspropagandaministerium unterstanden und auch noch nicht unterstehen konnten an diesem Zeitpunkt, die mit eigenen Korrespondenten da waren, berichten aber, dass er mit zwei Kränzen gekommen ist, dass er jedem dieser Särge
einen Kranzer zukommen lassen, also auch dem SA-Mann Majkowski, dass er selbst die Kränze an den Särge abgelegt und dort geschmückt und die Schleifen gerade gezogen hat. Das ist da alles berichtet. Also man findet eine ganze Menge, wenn man die Zeitungen auswertet. Und das ist ganz interessant zu sehen. Und er hat auch, und auch das ist strittig gewesen, später an einer Feier für Horst Wessel, einen der großen Nazi-Märtyrer, ein schönes Buch von, wie heißt er? Bitte? Siemens, genau, von Herrn Siemens geschrieben, also darüber geschrieben. Und auch der Siemens hat es auch noch nicht gesehen, aber die Zeitungsrecherche hat jetzt wieder ergeben, es gibt wieder eine Zeitung, eine kleine Zeitung. Ich glaube, das Durlacher Tagblatt hatte damals noch einen eigenen Korrespondenten und der hat das beobachtet. Und da ist die Frage gewesen, auch eben rechtlich verwertbar oder nicht, das muss ein Gericht entscheiden, aber einfach historisch interessant, war das nun August Wilhelm? Hat es eine Verwechslung gegeben, was Peter Ort sagen? Und er könne das gar nicht gemacht haben? Oder hat er einen Kranz dort ablegen lassen? Und hier ist es jetzt ganz klar, scheint mir zumindest, weil in diesem Bericht steht, der Kronprinz hat einen Stahlhelmmann beauftragt, einen Kranz für Horst Wessel abzulegen. Und das liest meiner Meinung nach eben eine Verwechslung mit August Wilhelm, Prinz von Preußen, aus, denn der war zu der Zeit schon SA-General und der hätte niemals einen Stahlhelmmann, weil er keine Verbindung dazu hatte, beauftragt. Insofern sieht man wieder ein kleines Steinchen, dass ihm das wichtig war. Und das sind Dinge, die nicht notwendig gewesen wären zu tun, auch für einen Hohenzoller nicht. Aber es ging ihm eben darum, das System zu fördern. Und wenn man sich das anguckt, findet man eben nach und nach viel mehr über den Mann heraus, als man bisher dachte, obwohl diese Verstrickung, das muss man auch sagen, schon von Karl Dietrich Bracher gesehen worden ist und auch notiert worden ist, der Auflösung der Weimarer Republik und in dem Band über den Dritten Reich, da steht das schon drin, aber irgendwie, ich weiß noch, als wir studiert haben, gab es in der Lehrbuchsammlung Brachers Auflösung der Weimarer Republik in 50 Exemplaren irgendwie zum Rausziehen. Ganze Regal von, ja, und auch noch so richtig toll eingebunden in diesem Plastik. Und das war, daran erinnere ich mich noch richtig, wenig ausgeliehen natürlich, aber es gab's. Und heute hat man so den Eindruck, die Jugend liest das gar nicht mehr oder nimmt das nicht mehr zur Kenntnis oder es wird halt nicht mehr genau genug gelesen. Aber man kann da immer noch mit Gewinn was rausziehen. Bracher hat das schon gesehen und auch geschrieben. Und das ist, glaube ich, auch, das sind alles keine neuen Entdeckungen. Aber das ist eben wichtig. Hier sehen wir dann im September 1933 letztendlich den Übergang des Stahlhelm in die SA in Hannover. Da ist auch das interessante Bild aufgenommen, was auf dem Cover oder das Cover des Einbandes von dem Machthahn-Buch. Das ist ja ein koloriertes Foto, ein nachkoloriertes Foto ist ja so, gibt es ja so eigentlich nicht. Und da sieht man ihn eben auch mit Röhm in dem Fall. Nachher sieht man ihn mit Hitler. Es gibt einige Bücher mit ihm und Hitler auf der Tribüne. Und hier ist er dann tatsächlich auch mit solchem Arm auf der Tribüne und abgebildet. Und das ist auch ganz interessant für diese Debatte, weil man sich natürlich fragen muss, ist das ein Dandy, der dann so am Zaun gelehnt steht wie auf dem Cover? Und warum ist das andere Bild, was ja auch aussagekräftig ist, wenn man mit erhobener Hand dasteht, nicht genommen worden. Und da sieht man, dass das ein bisschen in eine Richtung gehen soll und dass es eben Teil einer Debatte letztendlich ist, in der wir uns ja im Grunde auch noch befinden, weil das nicht abgeschlossen ist bislang. Und was kommen wird und was auch ist jetzt ja, dass es die Gerichte entscheiden. Und da ist kann tatsächlich die Frage, was wird da zu Rate gezogen und was passiert in dem Fall noch? Und das ist eine Entscheidung, die
sich hinziehen wird, nehme ich an. Wahrscheinlich auch nicht mal in der ersten Instanz, denn keine Seite wird sich damit zufrieden geben, was mit der ersten Instanz entschieden werden wird. Das wird sicherlich nach oben durchgeklagt werden. Das heißt, das wird insgesamt die Geschichte, die Öffentlichkeit noch eine Weile beschäftigen. Und interessant für mich ist jetzt aber wiederum diese Figur als solche und wie weit ist die auch repräsentativ für diese Gesamtfamilie? Wie haben die sich verhalten? Weil das für uns innerhalb der Organisation auch eine Rolle spielt. Wir haben jetzt bei einer Neuausstattung der historischen Räume in Sizilienhof natürlich auch irgendwie auf diese Diskussion reagieren müssen. Wenn man sich das anguckt, was die Stiftung noch vor 20 Jahren gemacht hat, dann war das eher so die Kunst und Kultur und das, was man im Fernsehen immer noch sieht, irgendwie Bildberichterstattung über Hohenzollern-Hochzeiten und andere Hochzeiten, etwas, sagen wir, etwas blumig. Das ist dann mehr konkreter geworden in den letzten 20 Jahren. Man hat sich die Politik angeguckt, man hat sich auch mit dem militärischen Hintergrund der Hohenzollern beschäftigt. Das ist eingeflossen auch in die Ausstellungen, das ist eingeflossen in die Veröffentlichung. Und das hat jetzt auch eine Rolle gespielt bei der vorläufigen Neugestaltung von Sizilienhof, weil da tatsächlich Fotos dann abgebildet sind, die vorher nicht gezeigt worden sind. Dieses etwa haben wir auch großgezogen, um dann tatsächlich so eine Entwicklung von der Kaiserzeit bis ins Dritte Reich zu geben, um dann eine andere Einführung zu haben, um zu sehen, dass das eben nicht alles so eine schöne, ja, Adelsgeschichte letztendlich ist, wie das oftmals präsentiert worden ist. Denn man hat ja in dem Schloss nach wie vor die Räume, die sowohl der Ex-Kronprinz als auch Sizilie bewohnt haben. Und die sind natürlich so ausgestattet. Und die sagen ja nichts über die Leute, außer natürlich, dass es ihnen besonders gut ging, was die Ausstattung anlangt. Aber die sagen halt nichts über das Denken der Leute. Und darauf muss man reagieren. Früher war das in dem Falle einfach, man hat sich das angeguckt, eine Führung dadurch gegeben. Und dann war das gut im Großen und Ganzen. Das hat sich in den letzten Jahren verändert. Und das hat sich jetzt natürlich vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzung auch verändert, dass man das, was schwierig ist, dort auch zeigen muss. Der Kronprinz selbst hat über verschiedene Autoren, ja, er hat ja selbst schreiben lassen über Ghostwriter, aber hat dann auch noch ein Buch in Auftrag gegeben 1933, das im Mitte Juli erschienen ist oder Anfang August, lässt sich nicht genau sagen. Es gibt eine kleine Besprechung am 5. oder 6. August auch 1933 von einem Schreiber, der auch sonst über Hohenzollern berichtet hat. Und das Buch heißt Der Kronprinz steht vor dir. Das ist, wenn man so will, das ganz lustig zu lesen, weil das genau das Gegenteil ist von dem, was Lothar Machtan geschrieben hat. Der Kronprinz will gerade das Dandyhafte, was ihm anhaftet, was ihm auch bewusst ist, durch dieses Buch in Vergessenheit geraten lassen und sagen, wie ernsthaft er sich im Krieg um die Sachen gekümmert hat, wie ernsthaft er ein Politiker ist und wie überhaupt er eine ernsthafte Figur ist. Und das sind Dinge, die eben jetzt so nach und nach in dieser Debatte ans Licht kommen, die unser Bild von der Zeit doch bedeutend erweitern und die, wenn man so will, ja, auch eine Grundlage, ich glaube, eine feste Grundlage für ein vernünftiges Urteil letztendlich geben werden. Und das muss man, denke ich, auch alles nüchtern betrachten. Und ich selbst muss mir das tatsächlich auch immer sagen, weil ich wirklich verärgert über diese Klagen bin. Und ich selbst hätte darüber nie was gemacht, wenn der Georg Friedrich nicht geklagt hätte. Und ich kenne den auch noch aus verschiedenen Kuratorien, in denen er gesessen hat. Bei Friederisico war er im Kuratorium, beim Hohenzollernmuseum war er im Kuratorium. Und das musste nicht sein. Und ich glaube, da hat er sich keinen großen Gefallen getan, das zu machen. Aber letztendlich ist es für alle, glaube ich, doch ein Gewinn, weil man sieht, dass diese Figur als Repräsentant des alten Adels oder eben nachher nach dem Tod Wilhelms
des Zweiten sogar als oberster Hohenzollern, aber eben sowieso schon, während Wilhelm im Exil ist, als der höchste Repräsentant der Hohenzollern im Deutschen Reich, eine wichtige Figur war und eben keinesfalls ein Depp, sondern eine politische Figur. Und das ist, glaube ich, das, was man nüchtern betrachten muss. Wie weit das dann Vorschub geleistet hat oder nicht, müssen die Gerichte entscheiden. Meiner Meinung nach sieht es tatsächlich so aus, wenn man sich anguckt, vor allen Dingen, was er dann zum 12. November 1933 noch geschrieben hat, dass er, ich sage ja, ist das ja, er sagt ja zu dem Staat, er sagt ja zu Hitler, er sagt ja zu der Politik, er ist vorher bei allen großen Kundgebungen im Sportpalast, das wird im Angriff erwähnt, der Zeitung von Goebbels. Er unterstützt das und er setzt das wiederum mit einem großen Ich sage ja in die Zeitungen und zitiert darin auch noch, und das ist auch ganz gut, dass man das jetzt weiß, eben aus Hitlers Mein Kampf, ein Buch, was ihm offensichtlich nicht ganz unbekannt war, und er tut das zustimmend. Insofern, aus meiner Sicht, innerhalb dieser Debatte geht das ganz klar in eine Richtung, wenn man das historisch bewertet. Der Mann wollte A, die Republik nicht mehr. Er wollte einen autoritären Staat. Er wollte auch einen Führerstaat. Das schreibt er auch. Und er war auch einverstanden mit Hitler, obgleich er wusste, was passiert ist bislang. Verbot der Parteien. Bringen von SPD, Kommunisten, Absetzen, erstes Pogrom gegen die Juden. Das hat er alles gelesen und unterstützt. Und da muss man sagen, das tendiert in der Debatte in eine relativ einseitige Richtung, meiner Auffassung nach. Und ich bin immer gespannt jetzt noch wieder auf die Gegenargumente von den Seiten der Hohenzollern, die man da hat. Und die Debatte selbst ist ein bisschen mit dem Gerichtsverfahren im Moment ruhiger geworden. Aber wir werden sehen, was noch kommt, denn es muss ja einen weiteren Zug geben. Sonst überlässt man alles den Gerichten. Und ich bin gespannt, ob das tatsächlich passieren wird, muss ich sagen. So viel vielleicht erst mal ganz knapp als Überblick.